Ja, sehr gut. Kannst du mal eben mit der anderen Hand, mit der, die du gerade so unten hattest? Nein, 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 schon so. Und jetzt mal irgendwie so da auf Schlüsselbein liegen, ja. Ja, so ist schön. Na, die, na, oh. Lass die Haare ruhig da. Einfach ganz entspannt. Bisschen lächeln. Und ja, die Schulter jetzt mal hoch, die du gerade unten hattest. Nein, ja. Hallo meine lieben Zuschauer, ich begrüße euch heute zu einem Outdoor-Shooting. Diesmal geht es ums Thema Herbst und da zeige ich euch, wie man eben, welche Möglichkeiten das man hat oder dass überhaupt Herbst-Shooting, dass das ein Thema ist und wie man sowas machen kann. Wie bringt man die Farben richtig raus? Also ich werde jetzt dieses Mal nicht ein komplettes Tutorial durchgehen, sondern auf ein paar Kniffe eingehen, wie bringe ich die Herbststimmung richtig rüber. Ja, dazu gehen wir dann auch gleich ins Lightroom bzw. anderen Tools, die ich verwende, rein und dann zeige ich euch ein paar Sachen. Okay, hier sind wir nun in Lightroom und sehen in der Schnellsammlung zwei, ja, mehr oder weniger schlaffe RAWs, wie sie aus der Kamera kommen. Typischerweise natürlich wieder meine Vollprofile, wer solche jetzt nicht angelegt hat. Man kommt mit den, ja, mitgelieferten Profilen auch ganz gut klar. Und was ich aber immer mache, um mal ein neutrales Bild zu bekommen, sind die Grundeinstellungen, das heißt die Objektiveinstellungen anzuwenden. Da will ich jetzt nicht schon wieder viel Zeit damit verlieren und als Basis wie immer die automatischen Einstellungen. So füllt das Ganze hier oben im das Spektrum zu sehen schon mal ein bisschen mehr aus. Ich gehe dann gerne mal mit Mouse-Over vor allem über die Lichter, weil so ausgebrannte Stellen, damit habe ich persönlich jetzt immer die größten, ja, Schmerzen, weil ich das als hässlich empfinde, wenn es gerade im Weiß dann nicht mehr stimmt. Und ja, von daher, also ich finde jetzt auch hier, wenn ich statt mit, also das übliche Vorgehen wäre, erstmal am Weißregler zu drehen, was ich, ja, ich drehe auch schon gern mal am Lichterregel, da sehe ich jetzt auch gleich, dass hier, ja, das Kleid so ein bisschen mehr Farbe auch noch reinbekommt von dem Cyan, wobei aber die Haut jetzt halt hier dunkler wird, was auch nicht unbedingt ein Schönheitsmerkmal sein muss. Ja. Von daher ein bisschen mehr nicht. Und ansonsten schaue ich jetzt mal, ich sehe das Weiß jetzt noch. Da gilt ja immer die Regel, dass man praktisch keinen weißen Pixel überhaupt sehen darf. Beziehungsweise wenn ich jetzt mal so, wenn ich mir das hier anschaue, das sind jetzt wirklich so Diamanten oder so da drauf. Also naja, man scheiß ins Glas, deine. Aber Spaß beiseite. Wenn sowas wirklich richtig ausgebrannt ist, ja, also tatsächlich, weil das hat eine Leuchtstärke, da reflektiert halt direkt die Sonne oder der Blitz oder was auch immer da drin, dann ist es halt ausgebrannt. Deswegen möchte ich mir jetzt nicht, also ich kann jetzt hier wirklich mal so weit runtergehen, bis der letzte Pixel hier weg ist. Also da sehe ich, da wird das Bild dann schon richtig gräulich. Das heißt, also solche Pixel, die sind dann schon zu verschmerzen, weil wir kriegen deswegen auch keine Zeichnung so in das Bild rein. Ja, das nächste, was jetzt mir erstmal auffällt, beziehungsweise ja, was ich meine, es soll ja um Thema Herbst gehen. Ich meine, Gelb ist natürlich auch eine schöne Farbe, aber was man sich hier typischerweise vorstellt, ist halt, dass das Herbstlaub so ein bisschen rötlich ist.
Ja, die erste Idee, was ich natürlich habe, ist hier zu ins, sag ich jetzt mal, Gelb zu gehen und zu schauen, ob ich hier mehr ins Rötliche gehen kann. Wobei, ja, was natürlich klar ist, ja, also das beim ja, Gelb, da kann ich fast noch, da ist die Haut fast noch nicht beeinflusst, aber so ein bisschen. Also wir sehen ja auch schon, wenn ich hier runtergehe, ganz bis ins Orange, da nehme ich jetzt, da geht auch die Haut mit. Ja. Und Hauttöne zu verändern, kann man natürlich machen, aber ich finde, man sollte das gerade bei den Hauttönen dann schon immer bewusst machen und nicht als Nebeneffekt. Ja, von daher lasse ich das bleiben. Beim Orange ist es natürlich noch schlimmer. Also wenn ich hier runtergehe, dann schaut die gute Frau ganz aus, als wäre sie in Tomatensaft gefallen. Und genauso ist es beim Rot. Also da bin ich jetzt auch signifikant im Lippen und in den Händen, was ich hier Veränderungen hervorrufe. Also das heißt, mit diesen Reglern komme ich hier nicht weiter. Jetzt schauen wir mal, meine, also die mir öfters zuschauen, wissen natürlich schon, dass jetzt schon Nick Color Effects beziehungsweise Viveza 2 hier an der Tür klopft. Aber bevor wir da reingehen, schauen wir jetzt erst nochmal, ob wir vielleicht irgendwie aus den Tiefen hier noch ein bisschen was einstellen können. Ja, würde ich mal sagen, passt. Und wenn wir schon dabei sind, schauen wir uns mal das Schwarz an. Also beim Schwarz darf es ja immer ein paar Flecken hier geben, die tatsächlich schwarz sind. Haben wir jetzt auch von, jetzt habe ich aus Versehen das zweite Bild mitgemacht, das müssen wir später nochmal zurückstellen, aber das ist ja kein Thema. Bearbeiten in. So, jetzt gehe ich mal ins Viveza 2 zur Abwechslung, weil da habe ich noch einen ganz besonderen Regler, den ich im Color-Effekt so in der Form nicht habe und der mir jetzt an der Stelle, den ich jetzt gerade fürs Herbstshooting halt eben hier mal vorstellen möchte. So, also jetzt gehe ich mal auf eins der Blätter, was sowieso schon tendenziell ein bisschen mehr im rötlichen Bereich sich befindet. Vergrößere hier für, ups, das war die Helligkeit, den Wirkungsradius. Ach so, das hat er jetzt mal wieder unten gemacht zur Abwechslung. Und dann setze ich auch schon mal gleich nochmal einen Neutralisierungsregler hier auf die Haut. So schön in die Mitte rein. So. Und dann können wir mal loslegen. Dann gehe ich jetzt ein bisschen hier mit der Sättigung, gehe ich schon mal ein bisschen hoch. Da merke ich jetzt schon, also ich möchte die Größe jetzt nicht auf Maximum aufdrehen, weil sonst nehme ich zu viele ja, Fremdkörper sozusagen mit. Ich dupliziere das Ding hier lieber, setze das auf der Seite genauso irgendwo auf eine Stelle, wo so ein bisschen rötlicher bereits ist. Und da gehe ich da oben nochmal auf diese hängenden Blätter. Ich habe natürlich jetzt wieder HD Auflösung, muss hier wieder ein bisschen hoch und runter kurbeln. Das heißt, ich gruppiere das Ganze jetzt hier mal, damit ich, falls ich es nochmal selektieren muss, damit ich mich da leichter tue. Genau, jetzt kann ich die Regler zusammen hier verstellen, was wesentlich angenehmer ist. Da kann ich jetzt schon mal so ein bisschen Wärme auch reingeben. Dann kann ich schauen. Also ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder hier mit dem Rot, das wird mir jetzt aber so ein bisschen zu künstlich. Und dann habe ich die Möglichkeit hier direkt den Farbton. Also das ist das, was man normalerweise im Zeichenprogramm unter Hue findet. Also da kann ich jetzt mal schauen, wo. Also ich würde sagen, so, ja, so hier in dem Dreh, das taugt mir eigentlich ganz gut. Also da kann man jetzt einfach so ein bisschen rumexperimentieren. Oft ist es auch gut, wenn man Rot reinbringen will, dass man zum Beispiel Grün und Blau rausnimmt. Es hat dann oft einen natürlicheren Effekt, als wie direkt nochmal direkt das Rot reinzubringen. Durch die Erhöhung von dem Kontrast haben wir hier auch nochmal
Durch das wird die ja, Farb, also die Farbdifferenz auch zwischen zu den gelben Sachen wird hier nochmal erhöht. Das heißt, weil ich möchte ja hier eigentlich relativ viel Struktur auch drin haben. Ich löse jetzt da die Geschichte mal wieder auf, weil ich möchte jetzt hier unten noch einen runterziehen, den ich ja, etwas weniger intensiv, genau, etwas weniger intensiv einstelle. Ja, genau, also hier oben bei dem können wir vielleicht noch ein bisschen Rot reingeben. Ja, das bringt in der Regel, also tatsächlich, es bringt immer relativ wenig direkt. Direkt auf die Farbe zu gehen. So, also so gefällt mir die ganze Geschichte jetzt schon ganz gut. Das nächste ist, ich möchte jetzt hier schon auch ein bisschen, ja, den Blick auf die Frau lenken. Und von daher, das Kleid, was sie hier anhat, ist eigentlich ganz schön, nur kommt es so ein bisschen wenig zum Ausdruck. Das heißt, ich gehe hier ein bisschen mit Struktur rein, ich gehe hier noch ein bisschen mit Helligkeit runter und dafür mit dem Kontrast, ja, da kann ich fast nicht hochgehen. Das brennt mir dann schon gleich aus. Da kann ich nochmal mit der Sättigung ein bisschen versuchen. Ja, noch mehr Struktur. Eventuell mit der Wärme ein bisschen ins Bläuliche gehen. Ja, wir können natürlich auch hier die Farbe völlig verändern, was ich jetzt aber nicht möchte. Da oben verträgt er noch einen. Ja, den können wir auch ein bisschen kleiner machen, um nicht zu viel andere Sachen wieder zu beeinflussen. So, genau, hier sitzt der gut. Na. Selektiere ich mal die letzten zwei wieder. Aber ich denke, der passt jetzt auf jeden Fall schon. Ja, was ich jetzt gleich, wenn ich sowieso schon mal im Viviza bin, was ich dann gern noch mitmache, sind dann hier die Haare. Da versuche ich jetzt auch mal wieder möglichst, sag mal, passgenau hier dran zu gehen. Da möchte ich jetzt mal so ein bisschen mehr Kontrast möchte ich drin haben noch und ein bisschen mehr Struktur. Und das gleiche möchte ich an den Augen haben. So, wobei ich hier an den Augen auch noch ein bisschen Helligkeit haben möchte. Und dann das ganze Gesicht nochmal wieder neutralisieren, damit diese Filter also wirklich auch nur auf den Augen und auf den Haaren sitzen. Jetzt versuche ich nochmal die Haare, also den Punkt auch zu kopieren auf die Lippen, damit ich hier auch noch ein bisschen ja, mehr Zeichnung reinbekomme und eventuell ja, hier auch nochmal auf die ja, langen Haare hier drauf, wobei die sind schon so hell. Ja. Da brauche ich nicht mehr ganz so viel. Ja, so würde mir das jetzt mal im Viviza 2 schon passen. Da speichere ich das ab. So, genau. Jetzt haben wir hier die zwei Bilder im Lightroom. Jetzt können wir schon mal anschauen, vorher, nachher. Ja, also man hätte es ein bisschen mehr Gelb hier noch drin lassen können. Das war jetzt mal, ich wollte mich jetzt hier nicht zu arg ins Detail verlieren, weil sich es jetzt sonst zu arg in die Länge zieht. Hier gehe ich jetzt mal einen anderen Weg. Ich gehe hier direkt ins Color Effects mit, ups, oh. Jetzt müssen wir nochmal abbrechen, weil ich bin hier noch im Compare-Modus und habe zwei Bilder selektiert. Ich möchte natürlich nur eins im Color Effects bearbeiten.
So, die Geschichten mit dem Detailextraktor und so weiter lasse ich hier jetzt weg. Nicht, weil ich sie nicht machen würde, sondern einfach, weil das hier nicht, ja, der Sinn des Videos ist. Hier gehe ich jetzt mal ins Kontrast Color Range und setze mir, ja, da wo es auch so ein bisschen so leicht orange wie auch immer ist, setze ich mir einen Kontrollpunkt, mache den auch mal so etwas größer noch und auf der anderen Seite suche ich mir auch was, was so leicht ins Orange geht. Und der, ja, sag mal, Besondere an diesem Bild ist, dass sie jetzt auch noch ein gelbes Top an hat. Das heißt, ich gehe hier jetzt mit dem Minuskontrollpunkt dagegen. Beziehungsweise hier wird es natürlich etwas knifflig. Das heißt, ich brauche hier auf jeden Fall die, ja, diese Viviza-Ansicht. Hier sehe ich jetzt, dass die Haare auch, das Gesicht und die Haare auch damit davon betroffen sind. Die gehe ich auch mal mit Minus wieder raus machen. Hier nochmal ein paar kleinere Kontrollpunkte auf dem Rand von dem Top. So, ich denke, jetzt haben wir das ganz gut ausmaskiert. Jetzt kann ich hier auch ein paar Plus-Kontrollpunkte, so hier, habe ich wieder vergessen, die anzuselektieren. Plus-Kontrollpunkte hier nochmal draufsetzen, weil natürlich auch diese Minus-Kontrollpunkte zum Teil außen die Plus-Kontrollpunkte wieder kompensiert haben. Das heißt, wenn ich hier, je mehr Minuspunkte ich verwende, desto mehr Plus muss ich da nach außen dann auch draufgeben. So, und jetzt können wir hier schon drehen. Jetzt sehen wir schon, dass sich eigentlich nur außen hier die Farbe verändert. Ja, da möchte ich jetzt halt auch so tendenziell schön ins Rötliche gehen. Da taugt mir eigentlich hier. Also ich gehe immer selten, also ich gehe selten aufs Maximum. Das ist einfach für mich immer so das Gefühl, dass ich da irgendwas übertreibe. Und ich glaube, das ja, ist schon auch ein gutes Gefühl. Also immer lieber so ein bisschen noch Zurückhaltung. Hier kann man jetzt auch noch mal leicht Helligkeit drauf geben, weil es sowieso recht dunkel ist. Und jetzt können wir mal schauen, wie weit das mit der Farbe hier. Vielleicht habe ich hier auch nicht die optimalen. Hier können wir mal schauen, vielleicht kann ich hier auch ein bisschen andere Blätter selektieren, die das Ganze nicht, vielleicht nicht ganz die rötesten, ja, damit das Ganze nicht so einen extremen Touch kriegt. Ich darf auch, als ich sehe, dass das links jetzt etwas stärker ausfällt als rechts. Das heißt, ich darf hier auch mal ein bisschen das zurückfahren, den Effekt wieder. Und jetzt schaue ich mal. Ja, also das Top ist eigentlich sehr gut freigestellt hier. Da haben wir fast keine Verfärbung. Ich möchte es hier jetzt auch wieder nicht übertreiben. Ja, da kann man natürlich noch jetzt ein bisschen genauer an dem Farbton rumschrauben, was eine andere Möglichkeit ist, auch noch eine Farbe reinzubringen. Das ist das Colorize. Da kann ich direkt hier auf eine Farbe gehen. Sagen wir mal, gehen wir hier auch mal auf ein massives Rot und kopiere ich mir mal die Auswahlpunkte, die ich hier gehabt habe bei dem anderen. Das heißt, ich sehe schon, ich kann hier auch auf diese Art noch ein bisschen Farbe reingeben und da habe ich jetzt auch noch verschiedene Methoden, mit der ich das Ganze eintönen kann. Da kann ich mal schauen. Also das erste sieht für mich eigentlich relativ natürlich aus. Ich schalte jetzt mal das hier ab. Bloß um mal zu testen, wie das wäre, wenn ich nur allein diesen Filter verwenden würde. Also wenn, da würde ich ja wahrscheinlich hier den ersten verwenden und eventuell auch jetzt nicht das Knallrot, sondern vielleicht ein bisschen mehr so ins Schmutzigrot gehen. Also da, das kann man auch, ist auch eine Möglichkeit. Ich würde jetzt fast sogar mal hier ein bisschen rausgehen wieder und dann zusätzlich mit dem Colorize hier noch ein bisschen reingehen. Also die beiden Filter in Kombination ergeben für mich jetzt eigentlich so die natürlichste Färbung hier. Klar, da kann man natürlich, könnte man jetzt noch ein bisschen mehr ins Knallrote gehen. Man hat natürlich auch da auch noch die Möglichkeit jetzt mit dem Pro-Kontrast. Ich wende den jetzt mal nur auf den Hintergrund an. Und Kontrast korrigieren macht hier fast nichts, aber durch den dynamischen Kontrast kann ich hier nochmal auch Helligkeit rausholen, was mir natürlich dann die Möglichkeit gibt,
hier die Farbe besser rauszubringen. Ja, vielleicht so in etwa. Ja, gefällt mir schon mal ganz gut. Ist eine gute Herbststimmung, finde ich. Und damit speichere ich das Ganze jetzt mal ab. So, meine lieben Zuschauer, hier nochmal das Ganze in der Vergleichsansicht. Rechts das Original und links die Herbstfärbung. Ja, das ist auf jeden Fall eine Basis. Hier kommt natürlich auch nochmal die komplette Beauty-Retusche drauf und man hat natürlich auch jetzt noch Möglichkeiten, eine Vignette zu geben oder dem noch ein bisschen einen anderen Farbstil etc. Ja, da kann man, darf jeder sich da nochmal kreativ austoben. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr konntet was lernen. Dann dürft ihr gerne auch den Daumen hoch geben. Wenn ihr noch Fragen habt oder am Video Verbesserungsvorschläge, Mitteilungen für andere Zuschauer, seid so lieb, seid so mutig. Schreibt es unten in die Kommentare rein. Nur so kann sich alles verbessern. Ja, ihr könnt gerne noch meinen Kanal abonnieren, damit ihr mitbekommt, wenn neue Tutorials rauskommen. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. So, was ist jetzt hier los? Ach so, ich habe hier nicht eingeschaltet. Also, ich glaube, wir machen einfach mal ein Testfoto oder so. Also, gehst du, wo willst du hin? Ich glaube, es ist, ich würde eher, dass du irgendwie so hier etwa, also nicht gar nicht so, noch weiter raus. Also, ich würde mich jetzt gar nicht so unter den Baum stellen. Nicht noch weiter raus, noch weiter. Also weiter würde ich jetzt auf keinen Fall reingehen, sonst wird es vom Licht auch irgendwie extrem dunkel dann. Aber ich meine, wir können jetzt natürlich alles mal ausprobieren. Ja. So, jetzt machen wir mal so eine, überhaupt eine Testaufnahme. So. Ja, ich glaube, das passt schon. Also, wenn du mal schauen willst. Okay, ja. Ja. Ja, sehr schön. Magst du mal was so ganz. Nein, irgendwie. Kannst du dich mal einfach gerade zu mir stellen? Jetzt ruft jemand an, aber das ist wurscht. Und, ja. Also, ich möchte mal ein Foto haben. Aber war denn eins noch? Ich habe einmal noch so. Ich habe irgendwie die Füße zu knapp unten. Ja, so ist sogar noch schöner. So, genau, du wolltest dich vorhin schon so ein bisschen auf die Seite drehen. Vielleicht irgendwie machen wir das noch mal, wenn du magst. Und zwar, das wollte ich das letzte Mal schon machen, aber irgendwie haben wir das nicht so richtig geschafft. Dass du dich, wenn du dich mal so ganz seitlich zu mir stellst. Ja, die Füße so nebenan, ja, genau. Und jetzt nur mit den, warte mal, ich mach das mal vor. Nur mit den, nur die Schultern. Ja. Ja.
Und eine mit einer Hand ein bisschen in die Haare. So wie du das ganz am Anfang hattest.